New York, Paris, Mailand und Berlin. Auf der Fashion Week in der Bundeshauptstadt scheint es vor allem um eines zu gehen: Auffallen um jeden Preis. Letzte Vorbereitungen kurz vor der Show. Sitzt die Frisur? Ist das Make-up perfekt? Und auch das Kleid muss dem Model natürlich wie angegossen passen. Und schon kann's losgehen. Die prominenten Gäste sind jedenfalls begeistert. Wenn ich Zeit habe, komme ich immer sehr gerne zur Fashion Week, weil da sehr viele junge Designer hier ihre Kollektionen präsentieren und das macht sehr viel Spaß. Und ich finde, Berlin hat so einen frischen Geist und bietet sehr viele unkonventionelle Möglichkeiten. Und da finde ich, dass Berlin auch durchaus mit anderen internationalen Fashion Weeks mithalten kann. Es ist eine Inspiration. Man sieht viele Leute, die putzen sich alle raus, die Designer inspirieren einen. Es ist jedes halbe Jahr mittlerweile ja immer ein viel toller neuer Zirkus und da nehme ich natürlich gerne dran teil und mal eingeladen. Also am meisten hat mir Irene Luft gefallen. Die Show habe ich ja gerade gesehen und ich fand, dass es irgendwie sehr inspirierend, wirklich sehr, sehr toll war. Und von Stil und alles fand ich ja etwas, was mich auch berührt hat irgendwie. Es war ja nicht nur so Design, sondern wirklich, man könnte es echt spüren, es war irgendwie Kunst dabei. Insgesamt zeigen bei der bis morgen dauernden Fashion Week mehr als 3000 Marken ihre Frühjahrs- und Sommerkollektionen für das kommende Jahr. Neben den Laufstegschauen gibt es rund ein Dutzend Einzelmessen mit unterschiedlichen Schwerpunkten.